Ich habe jetzt mal zwei Worte für dich. Und zwar, was passiert in deinem Kopf, wenn du das Wort Zwinger hörst? Und was passiert in deinem Kopf, wenn du das Wort Freigehege hörst? Was ich dazu denke, gleich in diesem Video. Geht gleich los. Ja, hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, du hast wahrscheinlich schon erfasst, worum das jetzt in diesem Video gehen soll, nämlich um das Thema Zwingerhaltung. Ich möchte aber, ja, gerade eben, weil das ein wirklich ziemlich spezielles Thema ist, weil es richtig die Hunde und die Hundebesitzerwelt aufwühlt, mich von einer anderen Seite nähern. Nämlich habe ich gedacht, mache ich jetzt einfach mal ein Beispiel aus meiner Kindheit und nehme dich mit, gedanklich, in einen Zoo. Und ja, ist, glaube ich, bekannt. Ich komme ja aus Schleswig-Holstein und da war es in meiner Kindheit tatsächlich wirklich ein Highlight. Wir haben das, denke schon, ja, kann man sagen, so einmal im Jahr wohl schon gemacht. Da sind wir nach Hamburg gefahren, in die große Stadt, in den Hagenbecks Tierpark. Der war, wie ich Kind war, das ist ja auch schon wieder eine halbe Ewigkeit her, schon sehr, sehr schön, weil dort war es sehr schön angelegt mit Blumenrabatten, Rhododendron, der da blühte, der war, boah, wirklich, ist er immer noch, also richtig sehenswert. Und man hatte aber trotzdem auch noch gewisse Bereiche in diesem Zoo, wo man noch die alten Tiergehege sah, also da, wie es tatsächlich gestartet ist. Damals ging es darum, irgendwie die Tiere der Welt zur Schau zu stellen, eigentlich, dass die Leute dort hingehen und können sich einen Löwen angucken. So, da waren aber immer, naja, aus nachvollziehbaren Gründen fette Gitterstäbe dazwischen, zwischen den Besuchern und dem Löwen an sich, jetzt den als Beispiel, weil es halt ansonsten, naja, in Serengeti Park sitzt du auch im Auto, weil es besser ist, ansonsten hast du deinen Eintritt vielleicht einmal bezahlt und kannst dein Jahresabo nicht mehr einlösen, weil du halt gefressen wirst. Ja, also irgendwie müssen die Viecher ja nur eingesperrt werden. So, jetzt kommen wir der ganzen Sache mal, glaube ich, schon dadurch, durch dieses Beispiel ein bisschen näher. Eigentlich ging es auch in diesem Hamburger Zoo nur darum, dass die Menschen sich besser fühlten. Dass die Tiere vielleicht auch natürlich auch mehr Platz hatten und so weiter, alles ganz schön. Aber es ging darum, wie die Menschen das sehen, wenn sie diesen Zoo besuchen. Und da war tatsächlich dieser Hamburger Zoo wirklich ein großer Vorreiter. Die haben das nämlich geschafft, dass sie die Barriere zwischen Mensch und den Tieren, die dort eben zu sehen sind, so gestaltet haben, dass sie fürs menschliche Auge nicht als Gitter oder Zaun oder wie auch immer wahrgenommen wurden, sondern die haben das wirklich geschickt gemacht, eben mit Wassergräben zum Beispiel, haben so Landschaften gestaltet und hübsch zum Angucken. Genau darum geht das eben auch in dieser sogenannten Zwingerhaltung, wenn es jetzt so, wenn man das so für die Hunde nochmal betrachtet. Und da mache ich dann jetzt gleich weiter. Ja, wir leben jetzt ja hier in Deutschland und in Deutschland gibt es, glaube ich, wie in keinem anderen Land der Welt, also Verordnungen für jeden Scheiß. Also wirklich für jeden Scheiß. Auch für wichtige Sachen, okay. Insofern natürlich auch, wie du einen Hund zu halten hast oder wie du einen Hund halten darfst. Es gibt eine Haltungsform, die nennt sich Anbindehaltung. Da ist es dann so geregelt, dass der Hund an einem festen, mit praktisch Draht, Laufdraht sozusagen, Laufseil sein darf. Da muss eine gewisse Länge haben und wie der Hund dran festgemacht ist, muss alles eben entsprechend beschaffen sein. Und dann gibt es die sogenannte Haltungsform, den Hund im Zwinger zu haben. Da gibt es Gesetzestexte dafür, die kann sich jeder frei einsehen natürlich im Internet. Und da stehen Sachen drin, da denke ich, wenn man da mit ein bisschen Bauchgefühl rangeht und möchte es für den Hund gut machen, dann braucht es diese Verordnung eigentlich nicht zu geben. Aber offensichtlich schon, weil es halt auch Leute gibt, die das dann irgendwie ein bisschen spartanischer gestalten würden dann so. Es gibt für Hunde, die schon mal auf alle Fälle eine Größenvorgabe, die richtet sich nach der Widerrisshöhe, die der Hund hat. Also das ist jetzt grob gesagt, das sind drei Einteilungen eigentlich für einen großen Hund, der ist praktisch
mindestens, ja, über, alles was über 65 cm Schulterhöhe hat, muss eine Grundfläche des Zwingers mindestens 10 Quadratmeter sein, wobei die Schutzhütte nicht mitzählt. Für einen mittleren Hund 8 und für einen kleinen Hund 6 Quadratmeter, ohne jetzt auf die genauen Zahlen einzugehen, weil das ist ja nicht wichtig. Dann steht in so einer Verordnung drin, stehen gute Sachen drin, also dass der muss windgeschützt sein, überdacht eben, also dass der Hund trocken ist, und er muss aus Materialien bestehen, wo der Hund sich nicht dran verletzen kann. Dann wird es schon wieder ein bisschen abstrus, weil da steht drin, also die Mindest... Wahnsinn, was man alles machen muss. Die eine Seite, also alle Seiten, die dieser Zwinger hat, darf keine kleiner sein wie 2 Meter. Das könnte man sagen, das ist jetzt ja vielleicht, weil die Zwingerelemente machen dann schon immer so dieses Maß haben. Nein, das ist, weil jemand sonst für diese 10 Quadratmeter eben ja vielleicht auch auf die Idee kommt, dass, na gut, mach ich halt so, mach die 1 Meter breit und 10 Meter lang, habe ich auch 10 Quadratmeter. Nein, das ist verboten, das muss man sich echt mal in den Kopf tun, ne? Genau, dann ist auch noch geregelt, dass der Hund, welche Größe er auch immer hat, nicht mit den Vorderpfoten auf die Umzäunung kommen kann. Es ist auch noch geregelt, dass du den Hund im Zwinger nicht anbinden darfst. Das fand ich noch mit am lustigsten. Ja, und es ist auch geregelt, dass der Hund, und da kommen wir schon wieder so ein bisschen ins Knastmäßige, dass der Hund da mindestens 1 Stunde am Tag freien Auslauf haben muss. Finde ich auch gut, weil da bist du ja wirklich so, wenn du da an Menschen denkst, so Hochsicherheitstrakt, ja, darfst auch mal raus, so gehst mal ein bisschen da im Kreis rum und dann fühlst du dich auch gleich besser. So, ne? Genau. Also es ist alles fett geregelt und irgendwie ist die Zwingerhaltung halt tatsächlich wirklich etwas, was ganz, ganz, also wirklich richtig doll negativ belegt ist. Ja, wie ich das so sehe, geht gleich weiter. So, meine Meinung zum Thema Zwingerhaltung ist ganz eindeutig zweigeteilt. Und pass auf, ich erkläre dir das. Wenn sich jemand einen Hund anschaffen möchte und er hat von vornherein schon beschlossen, dass dieser Hund niemals das Haus betreten darf, dass der im Garten nichts zu suchen hat, weil da fängt er an zu buddeln und da kackt er hin oder sonst irgendwas. Und dieser Mensch möchte diesen Hund dann in einem Zwinger halten. Der ist dann gesetzeskonform von der Größe und von der Art, wie er gebaut ist. Dann sage ich, das ist Bullshit. So hält man keinen Hund. Dann kann man das sein lassen. Dann kannst du dir ein Stofftier reinstellen oder sparst dir eigentlich schon gleich die ganzen Ausgaben, die du hast, wenn du einen Zwinger bauen möchtest. Weil das ist ein Unding. So, und jetzt kommt der Zwiespalt. Und den erkläre ich dir anhand der Hunde, die hier in dem Dorf, wo ich wohne, ansässig sind. Das sind 6 Hunde. Davon gehören 3 mir. Ria, Hanna, Digger sind meine. Dann gibt es noch den Schäferhund Aaron. Dann gibt es noch die Schäferhündin Lissy. Und eine Berner Sennenhündin, die heißt Ellie. So, beim Aaron ist das so. Der kommt mit ins Haus, der darf bloß nicht ins Wohnzimmer. Aber der hat da so ein Liegebett im Flur, das ist so groß wie ein Schlauchboot, dem fehlt es an nichts, der hat bestes Futter, der rennt mit seinen Besitzern, also jeden Tag, ich weiß nicht, so geschätzte 10, 15 Kilometer. Ansonsten ist er frei mit, wenn die sind viel draußen, ist er frei mit im Garten dabei, ist eigentlich bei allem dabei. Wenn die mal zur Arbeit müssen und eben sich die Arbeitszeiten überschneiden und es ist niemand zu Hause, stundenweise, dann ist der Aaron auch im Garten, da ist ein Zaun davor, weil soll ja nicht dann vielleicht irgendwie, abhauen tut er nicht, aber naja, dass er halt untergebracht ist, dass er sicher untergebracht ist, dafür hat man einen Zaun. Ne? Eigentlich eine ganz normale Sache, aber wenn es zum Thema Hund gehört, dann ist das immer schon so Zwiespalt. Egal, ich denke, dass es dem Aaron richtig verdammt gut geht. Sieht man ihm auch an seinem ganzen Verhalten, toller Hund. So, dann kommen wir zu Lissy. Lissy darf auch mit ins Haus. Lissy ist auch den ganzen Tag irgendwie mit ihren Leuten unterwegs. Und nachts, weil die Menschen, ach, schau mal, wer da guckt, möchten, dass da aufgepasst wird, ist sie in einem Zwinger. Der erfüllt die Gesetzesvorlagen aber mal ganz eindeutig. Der Hund ist auch ruhig im Zwinger. Also das heißt, er hat nicht das Bedürfnis, lass mich hier raus, sondern die bellt nur, wenn sie tatsächlich irgendwas hört. Und das war ja auch mal etwas, das wollte man, dass ein Hund tut, nämlich aufpassen.
Gut. So, dann dritter Hund, außer eben meinen, der sechste eigentlich in Höchensee, ist die Ellie. Die Ellie, die, ich glaube, die hat noch nicht mal eine Leine. Die hat auch kein Halsband oder irgendwie sowas. Die ist immer da. Die ist immer am Hof. Die hat einen riesengroßen Hof. Die fährt mit Radlader, die fährt mit Bulldog. Die ist immer mit dabei. Ins Haus darf sie auch mal, aber nicht so gerne. Außerdem will sie das auch gar nicht, weil dieses Tier hat einen Pelz dran. Da wäre also wirklich so mancher Schwarzbär echt neidisch. Und wenn die ein bisschen mit im Haus ist, dann will die raus, weil die kollabiert da. Der ist das einfach zu warm. Und nachts ist sie in einem Zwinger untergebracht. Und da bellt die auch, wenn sie irgendwie was hört, was da nicht hingehört. So, sind jetzt drei Hunde in meiner unmittelbaren Umgebung. Denen geht es saugut und die sind vorübergehend, ja, sagen wir mal stundenweise, abschnittsweise vom Tag in einem Zwinger untergebracht und nicht auf dem Sofa. So, wo ich jetzt richtig ein Problem mit habe, ein richtiges Problem mit habe, das ist, wenn jetzt jemand so gut drauf ist, dass er sagt, ich möchte einen Hund mir holen, aber ich hole den jetzt nicht als Welpen oder so, sondern ich möchte einen, der jetzt meinetwegen im Tierheim hockt und dem möchte ich ein schönes Leben geben. Wenn dieser Mensch da im Tierheim vorstellig wird, sich vielleicht sogar schon einen Hund näher angeguckt hat und dann nur im Nebensatz erwähnt, zumindest ist es hier in diesen Tierheimen, die hier bei uns in der Gegend sind, ist das der Fall. Wenn der nur in einem Nebensatz erwähnt, dass dieser Hund vielleicht, sagen wir mal, stundenweise in einem Zwinger wäre, wenn zur Arbeit und was weiß ich, hat der sehr schlechte Karten, diesen Hund zu bekommen. Weil Zwingerhaltung geht ja gar nicht, ist ja gar nicht. Und das ist nach meiner Auffassung aber genauso bescheuert wie einer, der sich gesetzeskonform verhält, der alles so erfüllt, wie es in dieser Verordnung drinsteht, den Hund aber dabei total vergisst und sich völlig empathielos verhält dem Tier gegenüber, als wie einer, der das wirklich nur benutzt, einfach weil der Hund, also, und das ist jetzt auch voll meine Meinung, weil der Hund jetzt hinter Gittern sitzt. Dem Hund ist das genauso wie einem Tier im Zoo völlig unerheblich, ob er hinter einem Wassergraben sitzt, wäre halt für die meisten Leute ein bisschen aufwendig zu bauen, wenn man das machen möchte, ob er hinter einer Mahagonitür sitzt, hinter Glasscheiben oder hinter Gitter, das ist dem Hund aber mal sowas von Scheißwurst. Der einzige Unterschied, der gemacht wird, wird von Menschen gemacht. Und was ich nicht abkann, und da sind wir wieder eigentlich bei so einem Kernthema, weil Hundehaltung überhaupt, also gerade in Deutschland, spaltet die Nation. Das habe ich so oft schon, dass die Menschen, also dieser nur dem Gedanken schon, also völlig, also zornig sogar schon entgegenstehen, wenn jemand mal erwähnt, dass der Hund auch mal im Zwinger ist. Was? Das kannst du doch nicht tun. Was bist du für ein Unmensch? Dir gehört der Hund genommen oder wie auch immer. Und das ist wieder genauso falsch. Da artet das so aus, diese fanatischen Meinungsunterschiede. Und das ist einfach etwas, was ich mal in einem Video formulieren wollte. So, und jetzt komme ich nochmal auf die beiden Begrifflichkeiten zurück, nämlich das Wort Zwinger und Freigehege. Letztendlich bedeutet das Gleiche. Das eine ist euphemistisch verklärt, so wie wenn du sagst, der ist gestorben, hört sich so knallhart an. Nennen wir es doch lieber, er ist verschieden, er ist von uns gegangen. Sowas, ne? Das ist nur ein Wort. Eine komplette Zwingerhaltung. Also, wenn sich wirklich einer sagt, ich will jetzt einen Hund haben, der immer kläfft, wenn da jemand kommt, der klatscht den in den Zwinger, versorgt ihn ja mit Wasser und mit Futter, tut alles, was das Gesetz eben so dann so fordert, lässt ihn vielleicht auch da mal raus, einmal eine Stunde von 24, lehne ich komplett ab. Weil ich mir denke, hey, da braucht er auch keinen Hund. Also das ist empathielos, so würde ich niemals einen Hund halten. Auch wenn es gesetzeskonform wäre. Wenn es so gemacht wird, dass ein Zwinger letztendlich ja dann einfach anders genannt wird, meinetwegen Auslauf, wo es darum geht, das Tier sicher unterzubringen, wie bei jeder anderen Tierart auch, überhaupt gar keine Frage wäre, kein Pferdehalter oder Viehhalter überhaupt, würde sich jetzt Gedanken machen, wenn er gerade einen Zaun baut, so ob er das irgendwie tun darf oder so, weil es sonst moralisch verwerflich wäre, das Tier einzusperren oder sowas. Es geht um Management.
Was meinst du, wie viele Leute ich habe in der Kundschaft, die meinetwegen wirklich vielleicht selber kleine Kinder haben, die vielleicht dann auch noch, wenn es der Corona-Gott vielleicht irgendwann mal wieder zulässt, dann auch Besuch für diese kleinen Kinder bekommt, wo vielleicht Kinder bei sind, die Angst vor Hunden haben. Was gäbe es da nicht irgendwie Besseres, wie wenn der Hund eben einfach mal, um da wirklich da Ordnung reinzubringen, in einem Auslauf ist, während die Kinder dann spielen. Dann braucht die Hausfrau oder die Hundebesitzerin nicht alles zu hüten, sondern dann ist das alles geregelt. Für stundenweise. Also wirklich so, dass es passt. Und dann ist da nichts Verwerfliches dran zu sehen, weil der Hund ist sicherlich lieber draußen, als auf dem Sofa oder wie auch immer. Dem geht es nicht um Bequemlichkeit. Der ist hier, der möchte etwas wahrnehmen, der möchte was hören, der möchte was riechen, der möchte vielleicht sogar auch aufpassen, je nach Rasse. Also da ist nichts Verwerfliches. Und was ich mir wünsche, ist, dass das wirklich mal aufhört, dass man jetzt tatsächlich etwas verflucht, wovon man keine Ahnung hat, weil man es selber nicht tun würde. Ne? Wer hat schon den Luxus, dass immer jemand da ist für den Hund? Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass jemand, der auch mal, auch mal irgendwie zur Arbeit gehen möchte, meistens muss, dass der trotzdem einem Hund ein gutes Leben geben kann. Ne? Und das wollte ich mit diesem Video rüberbringen. Also, du entscheidest, was du machst. Mit Bauchgefühl dabei wirst du dich auch nicht falsch entscheiden, weil ich glaube nicht, dass meine Zuschauer welche sind, die ihren Hund in einen Zwinger reinklatschen und den dann da aufbewahren. Ne? Sondern aber einen Auslauf für den Hund zu haben. Und siehst du mal, das Wort hört sich gleich viel netter an. Ne? Ein Auslauf, Freigehege. Ist nichts moralisch Verwerfliches, sondern es ist eine Form des Haltungsmanagements und ist nicht abzulehnen, auf gar keinen Fall. Ich bin mir sicher, dass ganz, ganz, ganz viele Hunde, die jetzt im Tierheim sitzen, schon längst einen vernünftigen Besitzer gefunden hätten, wenn die sich da nicht so kleinkariert anstellen und da nicht irgendwie aus Gitterstäben was machen, weil in Tierheimen sitzen die auch hinter Gittern. Da ist das in Ordnung. Finde ich immer lustig. Ne? So, ja, ich hoffe, meine Meinung ist jetzt deutlich rübergekommen. Ich wünsche dir alles Gute. Soll ich es nochmal sagen, dass du gesund bleiben sollst? Ja, ist ein Befehl. Bleib gefälligst gesund. Wir sehen uns wieder in einem meiner nächsten Videos. Alles Gute, deine Steffi.